Alright. Was geht ab, YouTube? Pascal Superbodybuilding. In the building. Und willkommen im neuen Technik-Check Tuesday. Wir sind wieder zurück. Letzte Woche war eine kleine YouTube-Pause von mir. Aber wir sind wieder drin. Wir bleiben drin, hoffentlich. Und wir gucken uns heute wieder drei Athleten an, die mir ihre Videos eingeschickt haben. Und ein Bonusvideo. Und zwar das Video 280 Kilo Bankdrücken mit dem deutschen Meister. Und da diskutieren wir gleich auch ein bisschen über Equipped Powerlifting. Um überhaupt mal aufzuklären, hey, was gibt's denn da überhaupt so? Was ist denn das für ein komischer Anzug mit Astronautenanzug, mit dem er da drückt? Ja, aber zuerst die drei Lifter. Wenn du direkt an die Stelle springen willst, die ich auch als Clickbait benutzt habe, dann klickst du unten in der Beschreibung ganz am Anfang irgendwo den Zeitstempel an und dann kommst du direkt zu diesem Moment. Ne, wir machen das hier so, denn eigentlich geht es mir darum, meine Athleten oder meine Lifter hier, die mir Videos geschickt haben, zu reviewen. Damit hoffentlich viele von euch, weil die meisten sind eben auf dem Niveau dieser Lifter, die ist, ihr seid, die mir einschicken und daraus was lernen können. Aber damit, weil sonst keiner gucken würde, bedienen wir uns halt noch Clickbait und ich review halt noch irgendein Video. So, springen wir mal direkt rein. Als allererstes haben wir John. John ist 19, trainiert seit 3 Monaten, hat mir 3 Lifts eingesendet. Wir schauen uns heute aber mal nur das Kniebeugen und das Bankdrücken an. Der beugt hier 80 Kilo, vermutet sein 1RM irgendwo bei 120 Kilo und ich lasse den Bums einfach mal laufen. So. Läuft das jetzt eigentlich auf Repeat? Ich habe den ein bisschen zu klein gemacht hier. Ja, ein bisschen zu groß gemacht. Wie gesagt, 80 Kilo siehst du hier. Und fürs Erste sieht seine Beugetechnik auf jeden Fall nicht schlecht aus. Ne? Wenn du mal guckst, da wo die Stange liegt, wo sich die Stange bewegt, also den Hantelpfad, ne, wenn du den anschaust. Aber das Problem mit deiner Beuge ist, du hast absolut null Rumpfspannung. Du musst dir unbedingt Videos von The Thais of Fitness gehören. Ich habe gehört, der hat das ein oder andere Video zum Thema Rumpfspannung. Okay, vielleicht habe ich das jetzt in meinem Kopf ein bisschen überbewertet. Aber der hat auf jeden Fall ein paar Videos, die zu dem Thema echt gut sind, bevor dir noch die eine oder andere Bandscheibe platzt, John. Naja, also was ich damit meine, wie gesagt, dein Weg der Beuge ist gut, aber das ist was bei Anfängern, und du trainierst ja jetzt gerade 3 Monate, wirklich sehr oft vorkommt, dass dieser Fokus auf Rumpfspannung noch voll fehlt. Und was ich dir hier mitgeben will, ist, dass du das eben verbesserst. Du holst also hier oben, du atmest ja auch tief ein, ne? Also du holst tief Luft, ne? Und dann speicherst du die Luft hier, zack, und leitest die Bewegung ein. An sich bis dahin wirklich super, aber was du eben nicht machst, ist wirklich gut das Valsalva-Manöver benutzen, um die Luft in deinem Torso zu speichern und dadurch auch einen festen Torso zu erzeugen, also intraabdominalen Druck gegen die Bauchmuskulatur und Rumpfmuskulatur zu drücken und dann in diesem Bereich hier wirklich fest zu bleiben. Ne? Weil schaut mal, wenn ihr hier besonders auf den Rücken schaut, der ist jetzt hier relativ neutral ausgerichtet. Wahrscheinlich hat die Wirbelsäule ein leichtes Hohlkreuz. Das ist aber meistens normal und neutral. Allerdings findet hier Bewegung statt. Ne? Wenn ich jetzt hier mal langsam durchziehe, ab hier sieht sie noch mal, also noch mal einen Ticken gerade aus, ne? Einen Ticken mehr neutral, und hier runter kippt sie dann, ne? Hier jetzt wird es rund, das ist der sogenannte Buttwink, ne? Wenn die Wirbelsäule von einer neutralen Position unten ins Loch reinkommt und sich abknickt und dann wieder gerade wird auf dem Weg nach oben, und das kannst du aber beheben, du musst es so nicht machen, ne? Und hier, wenn du das jetzt mal besonders darauf achtest, erkennt man es ja in jeder Rap, ne? Das kriegst du raus, indem du einfach, wenn du oben Luft holst, bam, Spannung in den Bauchraum, dir nicht erlauben. Eigentlich haben wir das in jedem Technik-Check Tuesday, ne? Hier jetzt den, also da ist dein Bauch jetzt fest und dann, also das heißt fest, aber Mund bleibt mal stehen, relativ neutral hier alles ausgerichtet, und du machst jetzt hier einen langen Bauch, du machst einen weiten Bauch, und das ist immer so Punkt Nummer 1, ne? Schau mal, der wird weit, und was dann passiert ist, dass du in ein leichtes Hohlkreuz gehst, ne? Und dieses Hohlkreuz löst sich unten wieder auf. Rumpfspannung, einfach die Basics machen. Also nochmal Tutorials dazu reinziehen. So, dann hast du mir auch noch Bankdrücken eingeschickt, und zwar mit 77,5 Kilo. Du vermutest dein 1RM bei etwa 105 Kilo. Und du hast auch wieder hier eine gute Technik, genau wie beim Kniebeugen auch. Also ich gehe davon aus, dass du dir schon ein paar Tutorials reingezogen hast und so. Aber die Spannung, die kann eben nochmal einen Ticken besser sein auch wieder. Ne? Was du gut machst, das sieht man hier gleich am Anfang. Du holst Luft. Nee. Ja, okay. Also wir fangen nochmal einen Ticken weiter vorne an. Hier machst du das, glaube ich, relativ gut, indem du eine hohe Brust erzeugst und die Schultern zurückziehst. Sobald du das Gewicht rausdrückst, drückst du die Schultern mit hoch.
Na, da. Und streckst das Gewicht wirklich weit vom Körper weg. Das wollen wir nicht. Wir wollen die Schultern in einer Retraktion und Depression haben. Dann hebst du es raus und die bleiben auch hier. Und dadurch behältst du auch eine hohe Brust. Also nicht eine hohe Brust und die Arme vorausstrecken, sondern die Schultern immer zurück in eine Retraktion ziehen. Ansonsten sah das aber für mich, das ist mir als erstes gar nicht aufgefallen, erst jetzt, wo ich das zweite Mal hingucke. Sieht das ganz gut aus. Du hast ja auch eine gute Brücke. Du hältst hier die Brust auch schön hoch, auch im untersten Punkt. Technisch sieht das also gut aus. Ne? Ein Punkt, den man mal ansprechen kann, ist dein Atmen. Du holst Luft, ne? Und gehst mit Luft holen runter. Bei der ersten Rap hast du es anders gemacht. Jetzt, ne? Versuch diese Schritte mal untereinander zu trennen voneinander. Hol das Gewicht raus, hol Luft. Hohe Brust, Schultern zurück. Und dann fängst du an, die Bewegung einzuleiten. Und während sich die Stange bewegt, ne, atmest du nicht. Also zumindest auf dem Abwärtsweg. Ne, wenn du wieder hochkommst, rausatmen, kannst du gerne machen. Aber das sichert dir einfach nochmal Spannung. Ne? Da kannst du auch mal gucken mit den Füßen so. Das sieht schon für mich alles ganz gut aus. Wenn du die vielleicht einen Tick weiter vorstellst, wird es dir vielleicht leichter fallen, dich wirklich in die Richtung reinzuschieben. Auch. Also in deine Schultern, die in Retraktion sind, bahn dich da oben reinzuschieben. Ne? Aber ansonsten sieht das gut aus. Wie gesagt, Feinheiten kannst du verbessern, und zwar Spannung auf der Bank. Ist bei den meisten Liftern, die so in deinem Kraftbereich sind und halt relativ am Anfang noch sind, ein Thema. Bei allen. Alrighty, als nächstes haben wir den Billy. Und eigentlich wollte ich Billy nicht mit reinnehmen, weil er mir gar keine Infos zu sich in die Mail geschickt hat, sondern einfach nur die Mail mit dem Video. Und in der Beschreibung stand 225 Kilo Deadlift. Aber wir machen es jetzt trotzdem, weil du das schon öfter eingesendet hast und weil ich was zu sagen habe dazu tatsächlich. Also wir sehen auf jeden Fall eine sehr gute Technik. Boom. Also eine richtig gute Technik. Man könnte jetzt anfangen mit Feinheiten eben, dass du dich hier einen Ticken zu weit nach hinten ziehst. Ne? Hier haben wir jetzt eine Situation, wo deine Schultern hier genau über der Stange sind. Und typischerweise sollte deine Stange irgendwo da sein, wo deine Achseln verlaufen. Ne? Das heißt, dich ein bisschen mehr über die Stange zu lehnen, würde jetzt hier für dich genauer sein. Das siehst du auch, wenn du vom Boden hebst. Ne? Guck mal, wie weit du hier zurückgelehnt bist. Jetzt ziehst du. Und der Arsch kommt zuerst hoch. Und hier ist jetzt deine Position, wo die Stange eher auf Armrückseite verläuft, wo du stark ziehen kannst. Ist eine super Kleinigkeit und in dem Maß würde ich da nicht mal was machen. Ne? Aber nur, damit es einmal klar wird, wenn wir jetzt von optimalen Hebeln oder so sprechen. Nur was mich hier stört, ist, hier ist eigentlich dein Lockout fertig. Hier. Du überstreckst dich aber noch. Und dieses Überstrecken ist Kacke. Und zwar aus dem Grund, dass du dich nur aus dem unteren Rücken überstreckst, ab hier. Das macht alles nur der untere Rücken, der ist halt, das ist ein relativ kleiner Muskel eigentlich, der hat da gar nicht so viel Bock drauf. Zweitens, du kannst dich damit auch technisch in Bredouille bringen. Wenn du das auf einem Wettkampf machst, kann das darauf hin, also könnte es sein, dass die Wettkampfrichter dann annehmen, dass du mit diesem nach hinten lehnen irgendwas überdecken willst, zum Beispiel, dass die Schultern vorne sind, ne? Oder dass du vielleicht die Knie, also dass du dann die Knie nicht ganz durchstreckst, ne? Und da würde ich eher sagen, komm hier oben in Lockout rein, bam, fertig. Du stehst wirklich perfekt, der Lift ist einfach perfekt. Ist ja auch kein super Max-Out, sondern wahrscheinlich irgendwie RP6. Aber das Überstrecken ist einfach unnötig. Plus, du ziehst minimal, wenn du jetzt hier in diese Überstreckung gehst, nochmal die Stange am Oberschenkel entlang. Zum einen, die Knie wollen soft werden, zum anderen, vielleicht hast du Probleme, den Griff zu festigen, dann oben nachher. Ne? Und das wäre halt einfach ärgerlich, weil es einfach so unnötig ist. Also lass das. Ich würde es einfach lassen. Do what you do, weil du hebst ja sehr gut, aber just my two cents. Alrighty, als letztes haben wir den Hannes Klingner. 1,87 Meter groß, 94 Kilo schwer. So hätte ich das übrigens auch gerne, wenn ihr mir Videos einschickt. Jeder kann mir Videos senden, aber bitte schreibt mir mit rein, wie groß ihr seid, wie schwer ihr seid, was das für ein Lift ist, wie lange du schon trainierst, gerne auch nach welchem Plan du trainierst. Alle Infos, die mir irgendwie helfen können, weil ich möchte ein bisschen Kontext bereiten. Ich weiß jetzt zum Beispiel bei dem Billy nicht, wie groß ist der, wie schwer ist der. Gut, macht jetzt auch schlussendlich dann nachher keinen großen Unterschied mehr, ne? Aber eventuell kannst du dem einen oder anderen helfen, weil wir haben sehr oft Lifter, ich kriege sehr oft Nachrichten von Liftern, die zum Beispiel jetzt wie Hannes 1,87 Meter groß sind und sagen, ich bin zu groß für Powerlifting, ich kann das nicht. Und wenn die dann hier sehen, dass andere das auch können, dann ist das gut. Aber sowas, auf sowas kann ich dann halt nicht eingehen, ne? Also wir haben hier einen neuen PR mit 175 Kilo, schreibt mir, dass er überwiegend Bodybuilding-basiert trainiert hat bisher und sich jetzt mal in Richtung Powerlifting probieren möchte, also noch nicht viel Übung in diesem Trainingsbereich hat. Ne? Aber sie ist auf jeden Fall ein guter Grinder. Und was halt auffällt, du hast mir geschrieben, dass du vermutest, dass deine Körperrückseite schwach ist und deswegen halt über parallel der Sticking Point hier zustande kommt und nicht weiterkommst. Ne? Witzigerweise würde ich das genau nicht sagen. Erstmal, deine Technik sieht sehr gut aus. Du läufst raus. Ne? Du hast natürlich diesen
was soll ich sagen, diesen extremen Blick nach unten, da bin ich halt echt kein Fan von, weil es sieht halt einfach nur scheiße aus. Und ich sage immer, du gehst dahin, wo du hinschaust, ne? Und wenn du halt so runter guckst, dann neigst du vielleicht eher dazu, so einen Körper in einen Squat reinzumachen, anstatt halt dich runterzulassen, einfach nur, ne? Aber gut, hat jetzt hier keinen großen Einfluss auf deine Beuge, so wie ich das sehe. Du gehst wirklich sauber runter, richtig schön. Alle Hebel sind so verteilt, wie du sie haben willst. Ne? Kommst hier auch tief. Ich gehe davon aus, dass es tief ist. Kann ich hier nicht beurteilen, weil wir von schräg oben gucken. Aber ich gehe einfach davon aus, dass du tief bist. Und hier der Umkehrpunkt deutet eindeutig auf schwächere Quads in der Bewegung hin. Ne? Also zwei Sachen. Zum einen, ich glaube, dass du nicht viel Erfahrung mit schweren Gewichten hast in der letzten Zeit, weil deine Ansteuerung halt einfach fehlt. Ne? Also du kommst so runter, jetzt kommst du da so raus und dann, fuck, was mache ich jetzt? Und es sieht so aus, als würdest du nicht genau wissen, und dein Körper nicht genau wissen, welche Muskeln überhaupt wann was machen sollen. Ne? Und das spricht halt oft dafür, wenn du halt einfach so random aus dem Training ausmerkst, weil dir die Ansteuerung und die Anpassung an hohe Gewichte einfach fehlt. Ne? Davon gehe ich jetzt mal einfach aus. Deswegen will ich es jetzt hier nicht so überanalysieren oder so, überinterpretieren. Was wir aber sagen können ist, deine Quads werden wahrscheinlich in der Bewegung schwach sein und deine Schwachstelle, weil dein Sticking Point hier ist dein Sticking Point hier nicht, weil du genau hier schwach bist, wo man ja sagen könnte, Knie bleiben an der Stelle, jetzt müsste nur noch die Hüfte vorkommen, also die Hamstrings, der Rücken und der Arsch arbeiten, um deine Hüfte vorzuschieben. Ne? Der Punkt ist aber der, du bist überhaupt so weit gekommen nur, weil deine Knie hier schon schwach sind, aber noch das letzte Stück halt hinbekommen haben zu schieben. Ne? Also zack, hauen die Knie nach hinten ab, du fällst nach vorne. Ja, du siehst, die Stange bewegt sich nach vorne und bist in der Position, kacke, jetzt können die Quads nicht mehr weiterschieben, ne, weil die Knie sind jetzt schon, die haben ihren Hebel schon verändert, du müsstest dich jetzt hier generell die Knie wieder weiter vorkriegen, die Hüfte wieder vor und dann hoch. Und da fehlt dann einfach die Ansteuerung aktuell in dem Moment. Ne? Das liegt aber in meinen Augen daran, dass die Quads nicht stark sind, weil wenn die Quads stärker wären, also nicht stark genug, ne, ist ja stark, 175 zu beugen, keine Frage, dann würdest du dich hier einfach weiter aufschieben, aber du bleibst jetzt hier stehen. Jetzt kriegst du es hin, die Knie, also dich generell aufzurichten, dein Rücken fängt auch an, mehr zu arbeiten. Also man kann nicht sagen, dass der Rücken hier eine klare Schwachstelle ist. Da würde ich eher Richtung der Quads gehen, aber ich würde es auch nicht überanalysieren. Hauptaussage, wahrscheinlich wenig Anpassung für höhere, hohe Gewichte, gehe ich einfach davon aus. Und von daher auch diese Schwierigkeiten, über parallel rauszukommen. Ich würde da jetzt nicht extra groß, also hyperbeugen viel, wenn du in den neuen Block gehst. Und sonst einfach weiter trainieren. So, ne? Also das ist relativ normal, würde ich sagen, an dem Punkt, dass man da einen Sticking Point erreicht. Alrighty, wir haben unsere drei Lieblingslifter für heute durch. Deswegen gehen wir jetzt auf YouTube und gönnen uns die Qualität. Also ich habe jetzt hier mal aufgehört, hier hinten. Und schieben. Alleine. Oh. Fast unten. Zentimeter. Aber ich habe einmal, ich habe die gut angeschoben. Hat irgendjemand die Hand berührt? Nein. Hat niemand berührt. Also ich habe gut. Hat niemand berührt. Was wir hier gerade gesehen haben, ist Johannes Lukas, der mit Hemd, also er trägt ein Equipped Powerlifting, ein Hemd. Also ich gehe da gleich ein bisschen genauer drauf ein. Und drückt, ich weiß nicht, wahrscheinlich irgendwo 220 oder so. Das, ne, kann ich hier jetzt nicht genau sagen. Und kämpft natürlich so ein bisschen damit. Aber das Witzige ist, er kämpft nicht unbedingt damit, das Gewicht zu drücken. Sondern er kämpft damit, das Gewicht überhaupt runter zu bekommen. Und dabei die Spannung halten zu können und das Gewicht nicht außer Balance zu verlieren. Ne? Und schieben. Ah, er hat schon ein bisschen geschoben, würde ich sagen. Also machen wir jetzt kein Auge hier, du. Fast unten. Dieses fast unten, ne? Wir gehen gleich ein bisschen mehr auf das Equip Hall Flying. Hat niemand berührt, also ich hab gut. So, der René drückt jetzt hier 270 Kilo. Und die gucken wir uns auch mal an. Also lässt sich sein Arm da reinführen, weil er nicht mehr selber in der Lage ist, diese volle Bewegung überhaupt herzustellen mit diesem Hemd, weil das ihn so krass komprimiert, ne, und an ihm zieht. Schau mal. Kommt auch nicht ganz runter. So. Also die haben beide Shirt an, wie man jetzt einfach so sagen würde im Equipped Powerlifting. Ja, du musst dir vorstellen, es gibt im Powerlifting Raw Powerlifting.
Da sind keinerlei unterstützenden Materialien erlaubt. Ne? Also außer Knie-Sleeves, Kniestulpen, die man halt so drüber zieht, die man nicht wickeln kann. Das heißt, du kannst die Intensität nicht verändern, wie doll sie dir helfen. Was man bei Wickelbandagen ja kann, weil man kann die ja immer enger wickeln und fester wickeln. Handgelenksbandagen sind erlaubt und ein Gürtel ist erlaubt. Weil das sind nicht Sachen, die an sich in ihrer Spannung veränderbar sind, um deinen Lift leichter zu machen sozusagen. Oder dich zu unterstützen bei mehr Gewicht. Ne? Bei diesen Shirts ist der einzige Einsatzzweck dafür da, dass du mehr Gewicht bewegen kannst. Das heißt, um das mal ganz grob zu sagen, irgendwann war Raw Powerlifting nicht mehr krass genug für die Leute und die haben sich gedacht, wie können wir mehr Gewicht bewegen und haben sich dann solche Shirts ausgetüftelt. Ne? Die sind halt hier oben sehr komprimiert, zusammengezogen. Ihr seht's, die Jungs können sich nicht wirklich bewegen in diesen Shirts. Ne? Der René kommt nicht mal, kann nicht mal seine Arme hier rüber verteilen, so doll komprimiert das Shirt. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Punkt, 270 Kilo hier bei René, kriegt er nicht runter auf die Brust. Also er kriegt ihn nicht so weit runter, dass sie seine Brust berühren. Ihr seht, wie langsam er da unten ist. Das heißt, das Gewicht, 270 Kilo, ist nicht schwer genug, um den Widerstand des Shirts zu brechen, dass das Gewicht überhaupt ganz bis auf seine Brust kommt. Und jetzt kommen wir zum wichtigen Punkt dabei. Ne? Ich will betonen, dass ich Respekt vor Equipped Powerlifting habe. Was weiß ich überhaupt? Ich mache Powerlifting noch nicht mal lange. Aber ich habe dieses Equipped Powerlifting mit dem Shirt schon mal ausprobiert. Ich will, wie gesagt, nochmal betonen, das sind halt einfach verschiedene Sportarten, kann man so sagen. Klar ist das Bankdrücken, es ist aber kein richtiges Bankdrücken. Ne? Ich habe zum Beispiel ein Video auf meinem YouTube-Kanal mit René, ein guter Freund von mir. Und da habe ich ihn auf einem Wettkampf begleitet, auf einem Equipped Powerlifting-Wettkampf. Und von René weiß ich eben selbst, dass er ungefähr 200 Kilo Raw drückt. Also ohne Equipment drückt er 200 Kilo. Ist ja schon, ist ja schon nicht mal natural, wenn du Akku fragst. Und im Shirt, also in so einem, ne, ich glaube, er hat sogar dieses Katana-Shirt an, was hier der Johannes Lukas anhat in dem Video. Ich lasse es einfach hier mal drüber laufen. Drückt er 330 Kilo. Also 130 Kilo holt er aus dem Shirt raus. 200 Kilo Raw zu drücken ist natürlich schon eine massive Leistung, ne? Jetzt muss man sich aber fragen, was ist krasser? 330 mit Shirt zu drücken oder 200 Raw zu drücken? Und da ist für mich halt, das ist dann relativ schnell klar. Man muss sich jetzt halt fragen, was macht ein Drücker in einem Shirt richtig gut? Zum einen, er beherrscht das Shirt maximal gut. Das heißt, er weiß ganz genau, wie er das anziehen soll. Er hat wahrscheinlich also das richtige Shirt für seine Körperstatur gefunden. Ne? Einen breiten Oberkörper, kurze Arme, also das, was natürlich für jeden Banddrücker wichtig ist. Und dann geht es ja eigentlich nur noch darum, Schmerzen aushalten zu können, denn es tut wahnsinnig weh, in diesem Shirt so runterzukommen. Ich habe es ausprobiert und es ist die Hölle. Ich habe ungefähr 215 gedrückt mit Shirt und ich drücke Raw 192,5. Also ich habe da nicht viel rausgeholt, aber es ist auch nur einmal gewesen. Also es ist eine ganz andere Sportart in meinen Augen. Denn es geht darum, dieses Shirt zu beherrschen, um mit diesem Shirt mehr Bank drücken zu können. Und jetzt kann jeder für sich beurteilen, was er krasser findet, ne? Weil die Steigerung jetzt für so ein Shirt wäre ja dann, ach, ich drücke nicht mehr, ich baue noch ein engeres Shirt. Und die nächste Steigerung dazu wäre dann ja, ich drücke nicht mehr, ich komme einfach mit einem Hydraulik-Shirt daher, dann kann ich noch mehr bewegen. Wie gesagt, ich will mich auf keiner Ebene über dieses Thema lustig machen, es ist ein Sport, den ich akzeptiere. Allerdings darf man nicht vergessen, dass hier ist jemand, der einen Titel stehen hat, 280 Kilo Bankdrücken, mit einem siebenfachen deutschen Meister, mit 1,4 Millionen Aufrufen. Und im Bereich, jetzt mal No Flex, des Equipped Powerliftings ist das mit 280 Kilo hier nicht eine mittelmäßige Leistung. Sagen wir das mal so. Das ist natürlich hier eine Tagesleistung. Ihr könnt jetzt von mir halten, was ihr wollt, dass ich sowas sage einfach und bla bla, aber es ist einfach, was es ist. Und es wird sich ja hier nun mal auch damit geschmückt, halt Leistung zu bringen. Ne? Ich will diese Leistung nicht wegreden. Ich drücke keine 280 im Shirt. Ich habe aber auch kein Interesse daran, 280 im Shirt zu drücken. Und ich bin mir sicher, dass der Robin, bestimmt ein cooler Typ, auch über 200 Raw drückt. Macht mir wahrscheinlich, also das ist ein krasser Bankdrücker, keine Frage. Ich wollte nur unbedingt hier einmal aufgeklärt haben, was es damit auf sich hat, wenn die Leute mit so einem Shirt daherkommen. Und das ist halt mit, in meinen Augen, mit normalen Bankdrücken, wie man es so im McFit macht und so, einfach nicht so viel zu tun hat. Es ist eine eigene Welt, es ist ein eigener Sport. Und das kann man eben so nicht ganz vergleichen mit dem Raw Powerlifting, wie wir es kennen. Ne? So ein Bankdrückshirt ist eine Waffe. Und du musst sie nutzen können und du musst mit ihr trainieren. Richtig, das ist das Ding, ne? Dauert normalerweise Jahre. Ja, hat er auf jeden Fall recht. Also, wie gesagt, ich bin kein Equipped Powerlifter, ich kenne mich da nicht aus, aber das, was ich so höre von Leuten, die das eben machen, du lernst dieses Shirt über Jahre zu beherrschen und deswegen sage ich auch, es ist eine hohe Kunst, die auch vollen Respekt verdient hat. Es hat aber nicht so viel mit Raw-Bankdrücken zu tun, schlussendlich. Ja,
Also ihr könnt ja selber entscheiden, was ist krasser. Jemand, der 200 drückt bei 100 Kilo Körpergewicht oder jemand, der 330 drückt mit Shirt bei 100 Kilo Körpergewicht. Man muss dazu auch sagen, umso weiter du nach oben rauskommst, ne, du musst das Gewicht natürlich trotzdem rausheben und halten können, was natürlich krank ist. Soweit ich aber weiß, ist hier der Weltrekord für das Equip-Bankdrücken bei 500 Kilo. Allerdings natürlich mit jedem Shirt, was man auf der Welt finden kann. Na, seht ihr hier, wo er eingepackt ist mit was weiß ich wie vielen Sachen. Ist natürlich trotzdem eine kranke Leistung, ne? Also absolut krass. Aber jetzt schauen wir mal Julius Maddox, der 800 Pounds versucht hat. Also schau mal, der drückt hier 335 Kilo und geht dann noch für 800 Pounds, was... Uiuiui. Was... 363 Kilo sind, und zwar raw. Der trägt nichts. Das heißt, wir haben zwei Weltrekorde vorliegen. Wir haben einen equipped und einen raw. Na, also falls ihr euch mal wundert, der Bench-Weltrekord liegt bei 500 Kilo. Im Shirt. Der Raw-Weltrekord liegt, also selbst ja nicht hier, weil er den nicht geschafft hat, aber sagen wir mal, ich gehe davon aus, dass er die hätte gedrückt, das war ein Missload, schau mal hier, da fehlt eine rote. Shit. Bei 363 Kilo, ganz ehrlich, Raw 363 Kilo zu drücken, puh. Aber wie gesagt, deshalb haben wir zwei Weltrekorde. Ein Equipped, ein Raw. Und in so einem Shirt zu drücken, hat natürlich eine hohe Fehleranfälligkeit. Ne? Also er muss wirklich aufpassen und sollte sich auch sehr gut spotten lassen, weil es halt schnell mal passieren kann, dass dir die Stange in die Fresse fliegt. Besonders wenn du keinerlei Safeties hast. Ne? Da wäre ich auf jeden Fall vorsichtiger. Aber gut, da wird schon wissen, was er tut. Hat ja Björk hier als Spotter. Okay, das soll es mit dem Video gewesen sein. Passt jetzt zu checken out. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich freue mich über ein Like und einen kritischen Kommentar zu dem Thema gerne auch unten. Und wie gesagt, jeder Sport ist da und darf da sein, hat seine Daseinsberechtigung. Allerdings ist das vielen nicht bewusst gewesen, dass es eben Equipped und Raw gibt. Und dass mal welche daherkommen, die so und so viel drücken in einem Shirt und so viel drücken Raw. Und es ist einfach ein fundamentaler Unterschied. Passt kurz zu checken out. Wir sehen uns im nächsten Video. Peace, bro. Drop the mic. I act broke, you act rich, we both lying. I be grinding, scraping, rental riding. I act broke, you act rich, we both lying.